und herzlich willkommen hier bei einem neuen YouTube-Video von mir. Leute, ich habe den tollen Darwin dabei. Das ist der Superstar aus dem Jahr 2019 und Superstar der Herzen. Darwin, schön, dass du hier bist. Ich freue mich, hier zu sein. Heute spielen wir Versuch nicht zu lachen Challenge beziehungsweise Flachwitz Challenge. Also das sind besondere Witze, die eigentlich, die sind nicht witzig, aber irgendwie sind die dann doch witzig, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Gerade die Witze, die eigentlich gar nicht lustig sind, sind aber lustig. Das bedeutet, jetzt hör mir genau zu, ich erzähle dir einen Flachwitz, okay? Wenn du lachst, habe ich einen Punkt. Wenn du mir einen Flachwitz erzählst und ich lache, kriegst du einen Punkt. So, Darwin, da du ja der Gast bist, darfst du anfangen mit dem ersten Flachwitz. Du musst mir tief in die Augen gucken und ich versuche... Ich muss jetzt schon erstmal lachen. Kennst du Bruce Lee? Mhm. Ja. Wie heißt der vegetarische Bruder von Bruce Lee? Brokkoli. Ich lach nur wegen deiner Lache, Alter. Gut, oder? Boah, Junge. Das war ein krass. Wie heißt der Bruder von Elvis? Zwölfes. Ich denkst du elf und dann zwölf, weißt du? Okay, scheiße. Okay. Treffen sich zwei Unterhosen in der Waschmaschine, ne? Fragt die eine, warst du im Urlaub oder warum bist du so braun? Du musst ihn auf dich wirken lassen. Der war doch cool, oder? Kennst du den Witz aus dem dritten Stock? Ich auch nicht, ich war im zweiten. Was ist grün, schlau und stellt viele Fragen? Günther Lauch. Nein. Ich lache mal wegen deiner Lache, die Witze sind voll schlecht. Also nein, die sind gut. Was? Ich habe mir voll viel Mühe gegeben, ja? Nein, die Witze sind gut, aber deine Lache ist witziger. Nein, die Witze sind gut, aber deine Lache ist güter. Bereit? So weit von. Ich war noch nie breiter. Der war doch jetzt gut. Bist du bereit? Ich war noch nie breiter. Komm, ey, da bin ich jetzt selber stolz drauf. Der war gut, ey. Ja. Wir hauen spontan Witze raus. Egal, wie albern du bist, er war Albaner. Ja, okay, der war gut. Wie viel steht denn eigentlich? Er war Albaner. Oh, scheiße. Wie viel steht es eigentlich? Egal, wie viel Fisch du isst, Helene ist Fischer. Ja, Mann. Wow. Ja, der war gut. Okay, ne? Also, normal und ständig gelacht, aber ist gerade ein Kampf, weißt du. Naja. Was ist grau und kann nicht fliegen? Eine fette Taube. Eine fette Taube. Okay, weil, warte, weiter geht's. Weil die ist ja fett, deswegen kann ich nicht fliegen, wisst ihr? Bei welchem Fall kann auch ein Detektiv nicht mehr helfen? Bei Durchfall. Ich krieg schon. War gut, oder? Was sagt Andreas Borani vom Geldautomaten? Ich heb ab! Nicht selbst mich am Boden! Okay, der war gut. Sing!
Was sucht ein Einarmiger in der Fußgängerzone? Den Second-Hand-Shop. Okay. Ist aber gut, ey. Kam nicht so an, ne? Ich verstand aber gut. Hast du nicht verstanden? Ich hab so. Soll ich nochmal erklären? Ich hab aus der Wirbelsäule gelacht, das kam auch nicht raus. Aus der Wirbelsäule. Okay. Warum trinken Veganer kein Leitungswasser? Keine Ahnung. Weil es aus dem Hahn kommt. Ja, okay. Der war okay. Der war gut, ne? Ja, war nicht schlecht. Wo hast du den? Schlechtewitze.de? Ja. Boah! Boah, der ist riecht. Ich glaube, der wird der beste Witz heute sein. Was heißt zu spät kommen auf Japanisch? Doi. He. Bahn. Hm. Deutsche Bahn. Ja. Ja. Warum summen Bienen? Weil ich den Text nicht kenne. Weil ich den Text nicht kenne. Ja. Ja, Mann. Hör dir jetzt mal einen richtigen Witz an, ne? Okay. Wie nennt man einen fetten Veganer? Wie? Biotonne. Oh, Junge! Da hat sich voll angerissen. Voll gegen die Brille. Das Wort war voll witzig, Biotonne. Wir zoomen alles. Ja. Was haben Elektriker in der Hose? Keine Ahnung. Einen kurzen. Ich war mal in einer Band, ne? Namens Brausetablette, aber wir haben uns aufgelöst. Boah, der war krass, der war wirklich gut. Der war wirklich gut. Also ich war jetzt eigentlich explodiert vor Lachen. Ich hab leider nichts mehr, jetzt muss ich aus dem Kopf machen. Okay. Okay? Treffen sich zwei. Ist die Ecke weg? Er geht ganz anders. Aber gelacht. Egal wie selten die Sonne scheint, bei Charlie schien sie immer. Der ist gut, oder? Ja. Wie nennt sich ein afghanischer Stock? Baum. Was? Wie siehst du? Ein Baum? Ich hab den schon wirklich nicht verstanden. Das ist schwierig zu erklären. Erklär mal. Erklär mal, bitte. Ach so, ist halt jetzt verstanden. Ja. Ja. Also wenn du jetzt dich lachst, egal wie viel Rücken du trainierst, Kevin hat ein Großkreuz. Ich sehe nur Fußballer, ja. So, unsere Witze sind alle. Und ich glaube, du führst mit einem Punkt, ne? Ich glaube auch. Das bedeutet, du hast gewonnen. Du bist halt der Witzige. Ich bin ein Gewinnertyp. War schon immer so. Ja, das stimmt. Ich bin halt nicht so der Gewinnertyp. Dafür aber hast du ein großes Herz. Oha, danke schön. Ja. Schön, dass du da warst, Darwin. Ja, danke, dass ich da Luft im Mund. Was für den Tag versüßt, 100%. Leute, wenn euch das Video gefallen hat. Sorry. Wenn euch das Video gefallen hat, schenkt uns einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Das ist sein Instagram, das ist mein Instagram. Und verfolgt uns, denn es kommt auf jeden Fall was auf euch zu. Wenn ihr eine Person an meiner Seite haben wollt, die mit mir Challenges macht, kommentiert die Person unter dem Video. Nämlich. Und vielleicht werde ich diese Person einladen, denn es kommen noch krassere Challenges. Challenges. Sag du das Wort mal, voll schwer. Challenges.
Challenges. Kommen noch krasse Challenges auf euch zu. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace out.